heute habe ich ein bisschen zu weit reingezoomt. Ich glaube, so geht's. Schön, ihr Lieben, einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen bei meinem nächsten Live-Video auf die Wunderwelt aus Papier. Und ich freue mich schon mega. Heute werden wir wieder endlich was Schönes gemeinsam basteln, ein bisschen kreativ sein und ja, miteinander Spaß haben hoffentlich. Gut, ihr Lieben, heute habe ich im Vorfeld ja noch gar nicht gezeigt, was wir machen. Also es wird ja spannend für die eine oder andere. Habe ich schon gelesen im Chat. Hallo, hallo, ihr Lieben. Ihr seid schon neugierig, was wir heute machen. Und so viel kann ich schon mal verraten. Es wird wirklich schön. Okay, jetzt muss ich da gerade eine ganz kleine Veränderung an der Kamera treffen. Ich habe das Gefühl, wir stehen heute ein bisschen komisch da im Bild. Okay, so schaut es besser aus und ein kleines bisschen zoome ich euch noch rein, dass ihr das dann alles ein bisschen besser seht. Aber dann, den ich mal sagen, so in etwa haut das ganz gut hin. Schön, gut ihr Lieben, dann, den ich sagen, schauen wir uns mal an, was wir basteln, oder? Oh, der Chris ist wieder mal im Haus. Hi Chris, wie schön. Das ist ja schön. Guten Abend. Schon lange nicht mehr gesehen, unseren Chris, oder? Unser Hahn im Korb hat uns schon total gefehlt. Hallo Denise. Total nett, die Karin ist auch wieder da, die Sandra Ingeborg. Sehr schön. Ich freue mich, dass schon wieder echt so viele mit reinschauen. Gut, ihr Lieben, also, bevor ich jetzt anfange, schnell eine Frage. Wie geht es euch mit euren Stampin' Up-Bestellungen? Habt ihr schon brav zugeschlagen im neuen Katalog? Bin ich gespannt. Und was noch viel wichtiger ist, wer im Online-Shop bestellt hat, wie geht es euch mit dem Online-Shop? Habt ihr die Celebration-Produkte gut gefunden? Oder gibt es da irgendwo noch Schwierigkeiten bei jemandem? Oder ist euch das eher als klar? Das ist mir ganz wichtig, dass ihr natürlich eure Gratis-Produkte alle fein findet. Für alle, die sich im Online-Shop schwer getan haben oder noch vorhaben, im Online-Shop zu bestellen, bitte zuerst die ganzen Bestellungen ganz normal in den Warenkorb geben, dann zur Bezahlung sozusagen anmelden und erst dann sieht man die Celebration-Produkte zum Aussuchen. Also das ist heuer anders als im letzten Jahr. Im letzten Jahr hat man zuerst den Warenkorb sozusagen gefüllt, dann die Celebration-Produkte reingeben und ist erst dann zur Kasse gegangen sozusagen. Heuer ist es anders, heuer muss man zuerst zur Kasse gehen und da ist dann das allererste, was man sieht, die Celebration-Produkte. Also man kann es echt nicht verpassen, ihr müsst euch nur zuerst so quasi anmelden zur Bezahlung sozusagen. Also nicht aufgeben, Mädels, alle, die im Online-Shop bestellen wollen, es ist wirklich super einfach zum Finden, das ist nur der eine Schritt jetzt, anders als im letzten Jahr. Ich persönlich finde es total mega. Also ich habe einmal bestellt jetzt im Online-Shop, um es zu testen, um zu schauen, wie gut findet man die Celebration-Produkte. Ich habe es mega gefunden. Also ich finde, da kann gar nichts mehr schief gehen. Aber ich habe von anderen Demos gehört, dass sie ganz unglücklich sind. Aber das ist immer so, oder? Der eine findet es super, der andere findet es doof. Das ist irgendwie gefühlt immer so. Ich denke mir immer, ich informiere euch gut, schaue, dass ihr Bescheid wisst, dann ist das in der Regel eigentlich kein Problem. Also, traut euch ruhig rein in den Online-Shop und denkt dran, wenn ihr unter 200 Euro bei mir bestellt, dann immer gerne über meinen Blog einsteigen, dann habt ihr schon automatisch den Gastgeberinnen-Code drinnen, wer das nützen mag. Ja, freue mich natürlich immer sehr. Okay, gut ihr Lieben. Das war es also zum Online-Shop. Irgendwo habe ich gelesen, dass, genau, die Elke schreibt gerade, zwar alles klar bis auf die Worte. Die hat sie zuerst nicht einordnen können. Aha, okay. So hoch war meine Bestellung im Online-Shop nicht, Elke. Tut mir leid, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber war es an derselben Stelle zu finden wie alle anderen Celebration-Produkte, Elke? Das würde mich jetzt direkt noch interessieren. Vielleicht mögen Sie mir das in den Chat reinstellen. Siehtchen, ich bin zu dumm zum Online-Bestellen. Siehtchen gar nicht, das ist total easy, wie jeder andere Online-Shop auch. Geht man rein, klickt auf Bildchen, druckt auf Bestellen und schon ist im Warenkorb. Also super easy. Okay, jetzt würde ich aber sagen, haben wir genug von der Bestellerei sozusagen. Ihr könnt natürlich auch wie immer ganz normal per WhatsApp bestellen oder E-Mail oder wie auch immer. Es geht natürlich auch, gar keine Frage. Also ich gebe die Bestellungen auch gern für euch ein. Oh, und die Felia ist da. Muss euch erzählen. Yippie, die Felia ist jetzt ein Wunderweltmädel. Yeah!
An dieser Stelle nochmal herzlich willkommen, Felia. Ich freue mich total. Und unsere Carina ist auch retour. Also Carina Diaz, also die zweite Carina im Bunde sozusagen. Also die Wunderwelt-Mädelsgruppe wächst schon wieder und das freut uns natürlich sehr. Und auch an dieser Stelle, wer zu mir ins Team mag, bitte gerne kommen. Ihr findet alle Infos dazu auch auf dem Blog und ansonsten ruft es mir an oder schreibt es mir eine E-Mail. Dann hilfe ich euch natürlich sehr gern weiter. Wir freuen uns immer über Teamzuwachs. Okidoki. Dann würde ich sagen, jetzt schauen wir uns aber wirklich endgültig die Karten an, oder? Und zwar schaut sie heute so aus. Das ist meine Karte, die ich heute mit euch machen möchte. Und ich habe euch ja schon geschrieben, oder zumindest ihr habt das ja heute schon gesehen, dass es eine schnelle Karte ist. So ganz so schnell ist sie gar nicht. Ich habe sie mir ein bisschen schneller vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich halt meinen Blogbeitrag vorher geschrieben, bevor ich sie ausprobiert habe. Und da habe ich gedacht, ah, das werden wir ratzfatz haben, aber man braucht da doch eine kleine Zeit. Aber es ist so schön, oder? Mir gefällt das total. Ich finde es total mega. Es ist ein One-Layer. Also wer mag, wer will, kann sie natürlich auch also auf eine Mattung setzen. Geht natürlich auch. Aber ich finde das immer total klasse. Mir gefällt sowas total gut. Und kann da natürlich den Farbverlauf gestalten, wie man mag. Also man kann sogar, wenn man will, könnte man das sogar in Regenbogenfarben machen oder in Orangetöne oder in Pinktöne oder in Blautöne oder in Brauntöne. Also da habt ihr ja wieder einmal viele, viele, viele Möglichkeiten. Ihr könnt es auch bunt arbeiten. Ihr könnt mir es jetzt zum Beispiel auch in Pink mit Orange super vorstellen. Also ihr habt da ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten bei dieser Karte. Ich finde es ganz mega. Schön. Und ich habe euch heute eh schon in meinen Blogbeitrag reingeschrieben. Es ist jetzt nicht total auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe tatsächlich so ein bisschen spinnäuselt wieder mal auf Pinterest. Also wenn ihr ganz eine stressige Zeit habt, dann schaue ich immer total gerne auf Pinterest, weil da gibt es so viele Anregungen, die man dann mit den Sets, die man zur Verfügung hat, so super umsetzen kann. Und das liebe ich einfach total. Also die ist jetzt wirklich, ja, einmal schön nachgebastelt und ich zeige euch, wie es geht sozusagen. Fragt es mir aber nicht, bei wem ich das gesehen habe. Das habe ich mir nicht gemerkt. Ist aber, glaube ich, auch gar nicht so ganz so wichtig. Schön. Okidoki. Und zwar brauchen wir heute die DIN A-Lang-Variante oder viele nennen es auch gern die Slimline-Karte. Es ist also eine langgezogene DIN A4-Karte. Also DIN A4 ist ja nicht mehr, schneiden sie ab, aber es wird aus dem DIN A4 Stück gebastelt sozusagen. Und zwar nehme ich dafür jetzt ein ganz ein normales Grundweiß. Ihr könnt jetzt aber auch Grundweiß extra stark verwenden. Wäre auch ohne weiteres, ja, würde auch ganz gut funktionieren. Dann ist sie ein bisschen stabiler, aber es geht mit Grundweiß normal auch. Und die falzen wir uns auf der langen Seite bei 10,5 cm. Da dann schauen, dass sie wirklich, wirklich, wirklich ganz schön gerade drinnen liegt. Und dann knicke ich mir das gute Teil, lege mir es wieder bei 10,5 cm an und schneide es mir ab. Ich mag das immer total gern so machen. Wer will, kann es natürlich auch den Seitenarm vom Papierschneider rausklappen und das Papier offen auf 21 cm zuschneiden. Und dann in der Mitte falzen, geht natürlich auch, gar keine Frage. Also führen wieder mal viele Wege nach Rom. Gut, dann brauchen wir natürlich den Papierfalter und werden das jetzt ganz gut glatt streifen, sodass wir da eine richtig schöne feste Kante haben. Ich fahre dann auch gern unten nochmal so drüber, dass man die Schnittkante ein bisschen feiner hat. Dann passt das. Und jetzt müssen wir uns, damit wir da so eine schöne One-Layer-Geschichte haben, müssen wir uns das gute Teil abkleben. Für das verwende ich ja immer total gern ein wenig klebendes Dixo. Das kennt ihr ja schon von mir. Also das ist das hellblaue Scotch, was ich da immer gern verwende. Ihr könnt es aber auch Washi-Tape verwenden. Ihr könnt es auch Malerkrepp verwenden. Irgendwas, was ihr von dem Papier rückstandlos wieder runterkriegt. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und so lege ich mir jetzt da meine Karte her. Da kann ich mal schnell schauen. Und
Ja, nimm mir einfach einmal ein Stückchen von dem Dicksel. Jetzt gebe ich mir es zuerst hochkant. Und ich mache es dann immer gern so, dass ich mir es auf meinem Arbeitspapier, weil das ja so schön kariert ist, ganz unten anlege. Schau, dass das richtig schön gerade da drauf liegt. Und bevor ich jetzt weitermache, muss ich mal gleich fragen, bastelt heute eigentlich jemand mit mir? Oder schaut ihr alle zu? Seid ihr alles Couch-Potatoes heute sozusagen? Oh, die Karina ist auch da, wie schön. Gut, jedenfalls, ich lege mir das da her und ihr könnt euch dann auch, wenn ihr wollt, könnt euch auch da eine kleine Markierung setzen. Ich nehme mir da jetzt einmal gerade einen kleinen Stift und setze mir eine Markierung bei 2,5 cm. Durch das, dass wir ja da die Halbzentimeter Kastell haben, ist das natürlich total super. Fahre ich da also die 5 Kastell rauf, machen wir da also einen kleinen Punkt. Und da rüben mache ich das auch. Und damit weiß ich, okay, da sind meine 2,5 cm. Und bis dorthin wäre es ganz gut, wenn ich mir das abklebe. Von daher ganz wichtig, zuerst einmal anlegen. Dann lege ich mir mein Dixo da bei die 2,5 her. Und zwar nur auf dem karierten Papier. Dann halte ich mir da meine Karte gut fest. So, einigermaßen gerade natürlich anlegen. Also das Abkleben ist immer ein bisschen fummelig. Aber es zahlt sich dann echt aus, weil es einfach total schön ausschaut. Und dann ziehe ich mir das Ganze darüber. Wenn man das live macht, dann ist das halt immer so eine Sache, weil dann hat man meistens jetzt kurzes Dickso und stellt sich Batscher da an, alles normal. Kennt ihr ja, gell? Dass man normalerweise bin ich echt nicht so Botschaft. Sagradie. Okay, also aller guten Dinge sind 523. Also ansetzen und dann schauen, dass ihr das da drüben auch auf der Stelle wieder rauskommt, sozusagen, dass man eine schöne Gerade hat. Okay, und dann nehme ich mir gleich noch einen Streifen und klebe mir da unten den Rest ab, damit ich nicht aufpassen muss, dass ich da so quasi über das Dick so rausfahre, weil das Dick so hört da ungefähr einen halben Zentimeter auf, bevor die Karten aus ist. Gut, dasselbe mache ich dann auch auf der anderen kurzen Seite. Also nimm mal wieder so ein Stückchen Dixo, klebe mir das da drüben wieder zuerst auf mein Papier an, setze mir da meinen Farbkarton, in dem Fall mein Grundweiß da unten schön an der Kante entlang her und schaue, dass ich da drüben auch wieder da rauskomme und klebe mir das Ganze da unten nochmal ab. Da darf es ruhig ein bisschen drüber ausstehen, das macht gar nichts. Okay, dann das Ganze da drüben noch einmal. Jetzt haben wir die lange Seiten, die ist ein kleines bisschen schwieriger. Deswegen mache ich immer zuerst gern die kurzen, weil dann kann ich mir die Karten nämlich da links und rechts ankleben. Dann verrutscht das Ding nicht mehr. Das ist schon mal total praktisch. Dann mache ich mir da drüben nochmal eine kleine Markierung bei 2,5. Nimm mir ein Stück längeres Dixo. Leg mir auch das da her. Und fahr da wieder genau auf die Markierung rüber. Also, ihr seht schon, je öfter man das macht, desto einfacher geht es dann. Kleb auch da wieder den überschüssigen Teil ab. Und das Ganze dann noch ein allerletztes Mal. Setze mir das da wieder schön auf die Linie her. Kann mir das gute Ding da rundherum ein bisschen andrücken. Und ziehe mir da meinen Klebestreifen drüber. Okay. Das war's, ihr Lieben. Schon haben wir das Ding wunderschön abgeklebt. Gut. Und jetzt setze ich mir so ein kleines bisschen mehr in die Mitte, weil dann tue ich mir ein bisschen leichter und ihr könnt das auch ein bisschen besser sehen. Und jetzt werden wir uns da unseren schönen Hintergrund gestalten. Und damit wir da so schöne Berge und Täler sozusagen haben, nehme ich mir so ein Stückchen, ja, wie soll ich denn sagen, Probierkarton. Das ist immer so ein bisschen ein festeres Kopierpapier. Das hat, ich glaube, so bei den 200 Gramm, da habe ich immer so eine 500-Blatt-Packung, mit dem probiere ich gern Sachen aus, wo mir unser gutes Stampin'-Up-Papier zu schade ist. Und sowas verwende ich dann total gern eben für solche Dinger. Und da mache ich jetzt nichts anderes, als dass ich mit der Hand wirklich einfach so Wellen schneide sozusagen. Einmal langgezogener, einmal steiler,
Also das könnt ihr machen, ganz wie ihr lustig seid. Ihr könnt jetzt es auch reißen, dann kriegt ihr ganz einen anderen Effekt. Aber ich möchte jetzt wirklich, dass das da schön, ja, dass das da wirklich schöne Kanten hat. Und da unten mache ich mir noch einmal so wirklich ein bisschen länger gezogene und nicht ganz so steile Variante. Schneide mir also da nochmal so das Ganze ein bisschen weniger hoch und tief, sondern nur so ein bisschen angedeutet. So, also ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Da ist es ein bisschen höher und unten ist es ein bisschen flacher wellig sozusagen. Ihr könnt auch die Teile verwenden, also da seid ihr ganz frei. Und mit dieser Schablone arbeiten wir jetzt diesen Hintergrund. Und zwar beginne ich auf der rechten Seite herüben und da beginne ich mit der hellsten Farbe. Nachdem ich jetzt da mit fünf Farben unterwegs bin, da im Hintergrund, man möchte es nicht meinen, aber es ist tatsächlich so, mache ich jetzt die zweite Karte nochmal in denselben Farben, weil ich einfach nicht mehr als 8 Bürstel habe. Und von daher kann ich euch jetzt keinen zweiten Farbverlauf zeigen, ist aber eigentlich auch gleich, weil ich glaube, man kann sich es eh vorstellen, dass das halt in andere Farben auch schön ausschaut. Und von daher werde ich mir jetzt einfach meine Farben wieder öffnen. Und zwar habe ich mir ausgesucht Lodengrün. Dann habe ich mir ausgesucht als hellste Farbe als Jade Aventurin, bisschen dunkler. Aus Celadon natürlich. Setzen wir es da dazwischen rein. Und aus kräftigere, dunklere Farbe als Tannengrün. Also das sind meine Farben. Und mit denen werde ich da jetzt den Hintergrund gestalten. Und jetzt lege ich mir da gerade noch meine Bürstel dazu, damit ich das dann nicht verwechsle. Also ich habe da Jade, ich habe da Aventurin, ich habe da irgendwie noch Celadon. Jetzt weiß ich nicht mehr wohin, weil ich nach hinten nicht mehr so viel Platz habe. Da habe ich das Lodengrün und da rüben ist das Tannengrün. Und so lege ich jetzt los und zwar rüben rechts mit der, wie soll ich sagen, mit der hellsten Farbe fange ich rechts an. Also ich werde nach links immer dunkler. Ihr könnt es aber auch umdrehen. Also es ist ganz wurscht. Schön schaut es aus, wenn es ein bisschen Verlauf hat. So wie da ist eben unten heller und nach oben dunkler. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo. Ich glaube, da wird es unten offen oder oben. Ich weiß es jetzt nicht genau, wir werden es dann am Ende sehen. Es ist auch im Prinzip gar nicht so tragisch. Und von daher fange ich jetzt da unten an mit ein bisschen weniger gravierenden Bewegung und mache mir da unten jetzt einmal den hellsten Bereich mit dem Jade. Tupfe dafür in das Jade wirklich kräftig rein, fange aber da herüben an mit meiner Farbe, weil ihr seht ja, bei den Bürsteln am Anfang hat man da immer schon so wirklich so ja, kräftigere Bürstenabdrücke sozusagen. Und dann fahre ich kreisförmig von dem Papier raus und versuche das da einfach ein bisschen zu verblenden. Es wird dann einmal ein bisschen heller und einmal ein bisschen dunkler und manchmal wird es auch ein kleines bisschen fleckiger. Dann versuche ich noch ein bisschen hin und her zu fahren und das noch ein bisschen auszugleichen. Aber im Großen und Ganzen finde ich es jetzt nicht dramatisch, das ist dann einfach, wie es ist. Und ich verblende es aber nach unten auch. Schau aber, dass ich nicht überall gleich viel Farbauftrag habe. Also ich schaue immer, dass ich da an der Kante von dem Papier am meisten Farb habe und nach rechts rüber heller werde. Und so verblende ich das jetzt einfach raus. Hol mir dann wirklich auch noch mal ein bisschen Farbe dazu, um eben da gerade noch ein kleines bisschen das, was ich da jetzt am Anfang da so ein bisschen fleckig habe, noch ein bisschen aufzubrechen. Und dann ist das schon mein erster Bereich. Schaut schon voll cool aus, oder? Ich finde das immer so mega. Und jetzt hole ich mir eine andere Wölbung sozusagen mit ins Spiel. Nimm vielleicht einmal die da. Da könnt ihr euch auch spielen, indem ihr das Ganze da noch so dreht. Und hol mir jetzt als nächstes das Aventurin. Ich mache wirklich gleich das nächste. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kräftiger. Und auch da versuche ich wieder an der Kante mehr Farbauftrag zu haben und nach unten hin leichter auszublenden.
Cool, oder? Es wird natürlich jetzt mal anders. Also man wird vielleicht auch jetzt mal ein bisschen mutiger mit dem Farbauftrag. Und so arbeite ich mich da jetzt durch. Dann setze ich mir wieder eine andere Stelle hin. Gehe jetzt vielleicht, keine Ahnung, da ein bisschen retour fahren. Setze mir jetzt vielleicht den Teil da her. Eventuell so. Und nehme jetzt als nächstes ein Stannengrün. Auch da wieder Vorsicht am Anfang, dass man nicht zu viel draufbringt. Und vor da wieder her. Und durch die verschiedenen Grüntöne, die aber alle miteinander sehr, sehr schön harmonieren, hat man dann einfach schon von den her einen total interessanten Farbverlauf. Man kann sich da halt schon total spielen. Und achtet darauf, dass ihr nach rechts wirklich wesentlich heller werdet, damit man den Effekt da wirklich ganz, ganz schön hat. Und so arbeiten wir uns da sozusagen ja, von einer Ecke zur anderen. Jetzt nehmen wir mal wieder den Bereich. Nehmen wir vielleicht den Ausschnitt so. Da nehmen wir jetzt das Celadon. Jetzt werdet ihr gleich sehen, das Celadon ist natürlich nicht ganz so kräftig in der Frische, aber trotzdem schön hell. Es hat einfach ein bisschen gedönteren Farbton. Nicht ganz so schreiend. Und mit den Bürsten ist halt super, weil die einfach so super fein arbeiten. Ich mag das, ich finde das total schön. Dann nehmen wir mal das Lodengrün. Na, ich fahre jetzt nur mal mit dem Jade. Und das ist mir jetzt noch lieber. Fahren wir da noch mal ein bisschen kräftiger rein. Machen wir uns da noch mal so ein bisschen Jade her. Und dann noch ein bisschen Frische reinbringen, bevor dann die ganz erdigen Grüntöne noch mehr kommen. So. Cool, oder? Oh, ich finde es so schön. Ich mag sowas. Mich begeistert das auch immer mit den verschiedenen. Ja, es schaut einfach so cool aus. So. Es wird einfach so schön. Oder? Ich finde das immer total toll. Okay. Dann fahren wir da noch her. Und setzen uns da jetzt das Lodengrün drauf. Frisch, das ist Bürstel. Okay. Da kommen wir jetzt mit dem dunkleren Lodengrün daher, das unser Siedchen so sehr liebt. Kein Siedchen. Lodengrün ist doch eine schöne Farbe. Ah, herrlich. Siedchen liebt Lodengrün. Total. So. Dann drehen wir uns das Ganze nochmal um. Schau, jetzt habe ich da mit euch blädelt und schon wieder rum an Tatschen. Das ist die kleinen Sünden, gell? Die bestraft der liebe Gott immer sofort. So. Okay. Dann drehen wir uns das dann noch so ein bisschen so her. Und nehmen wir für da jetzt. Wie mache ich denn weiter? Ich mache weiter mit Tannengrün. Mit Tannengrün und dann werde ich aber noch mit ein bisschen Celadon drüber gehen und das Tannengrün ein bisschen aufbrechen oder ein bisschen abtönen mit Celadon. Celadon dazu, also ihr könnt da dann auch ruhig die Farben ein bisschen mischen miteinander. Dann auch nochmal einen schönen Effekt. Weil wir wollen ja, dass nach oben hin oder nach unten, je nachdem, wie wir es halt dann einsetzen, dunkler wird. Sehr gut. Dann bauen wir uns da nochmal so ein Hügel her. Und das machen wir uns jetzt in. Dann nehmen wir jetzt nochmal Jade und werde das Ganze dann nochmal ein bisschen abtönen. Mit dem Jade.
Schade, weil das ist so richtig schön frisch. Und auch das werde ich mir dann mit dem Selladon noch mal ein bisschen abdünnen. Sehr cool. Und ganz am Schluss mache ich mir nur mal ein bisschen von dem Lodengrün. Holen wir uns das gerade noch mal ein bisschen her zum Abtupfen. Und da fahre ich jetzt von der oberen Kante her. Wische mir da also jetzt ein bisschen das Lodengrün rein. Nochmal, dass das da nochmal so ein bisschen kräftiger an der Ecke daherkommt. So bergig. Und dann sind wir schon herum, Mädels. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich ziemlich einfach. Man braucht einfach ein bisschen Geduld eben beim Verblenden von den Farben. Und ihr seht schon, mit einer so einer Schablone habt ihr dann einige Hintergründe oder einige Bewegungen, mit denen ihr da so ein bisschen spielen könnt. Und dann hole ich mir einfach nur zwei Farben her. Also in meinem Fall behalte ich mir jetzt wirklich das Jade als kräftigen Farbton und das Lodengrün als dunklen Farbton, weil er einfach der dunkelste ist von denen, die ich mir jetzt gewählt habe. Und mit dem werden wir dann den Stempelabdruck draufsetzen. Und bevor wir jetzt den Stempelabdruck draufsetzen können, müssen wir das ganze Ding natürlich vorsichtig abziehen. Und bitte passt auf eure Finger auf. Wir neigen ja dazu, dass wir dann irgendwo Farbe drauf haben. Also entweder abwaschen oder gut trocknen lassen, dass ihr das dann nicht da draußen auf euren schön abgeklebten Rand kriegt. Gut, jetzt werden wir also das ganz vorsichtig vor einer Ecke beginnen runterzulösen. Und seid da wirklich, wirklich bitte auch bei wenig klebenden Produkten wie Washi-Tape oder eben auch so wie in meinem Fall bei dem wenig klebenden Klebemittel, ich sage aber Dixo, obwohl es ja kein Dixo ist, also Klebestreifen, seid da wirklich vorsichtig beim Abziehen, dass euch nicht das Papier verletzt. Also auch wenn es nicht viel klebt, aber durch das, dass man ja da doch einen gewissen Druck immer wieder ausübt drauf, pappt es schon ein bisschen an. Also da wirklich vorsichtig sein. Mit dem Runterziehen lasst euch da echt genug Zeit und achtet drauf, auch da würde die Tinte abgehen. Gell? Also wenn ihr da jetzt eingreift, dann habt ihr das auf dem Finger und wenn ihr dann da drauf drückt, dann habt ihr natürlich auch wieder einen Fingerabdruck drauf. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, damit man dann auch wirklich einen schönen weißen Rand, den wir da ja jetzt ganz eindeutig haben wollen, dass wir den auch wirklich dann bis zum Schluss haben. So, runter in den Müll. Und als allerletztes nur diese Variante. Und wenn das runtergezogen ist, wie das schön ist, oder? So cool, oder? Was sagt ihr? Ich finde es so schön. Also ich finde so einen Verlauf, ich finde das hat total was, oder? Total cool. Und jetzt ist wichtig, dass ihr schaut, natürlich mit sauberen Händen, dass ihr da einmal vorsichtig drüber fahrt und dann werdet ihr sofort spüren, wo nur ein bisschen Restklebstoff drauf ist. Weil auch die wenig klebenden Dixos hinterlassen ein ganz kleines bisschen Kleber. Und da fahre ich dann einfach mit einem Kleberadierer oder mit einem weißen Radierer drüber und hole mir gerade den Restkleber runter, dass dann wirklich nichts mehr auf der Karte ist, was irgendwie irritierend ist. Also nehmt euch da wirklich die Zeit, drüber zu streicheln übers Papier und zu schauen, gibt es noch irgendwo eine Stelle, die nur ein bisschen klebrig ist. Und wenn da noch eine Stelle ist, dann fahrt es einfach ein bisschen drüber. So, fühlt sich gut an. Okay, und damit ist eigentlich das Schwierigste schon gemacht in Wirklichkeit. Jetzt kommt der Spruch und ich habe mich ja heute entschieden für das wundervolle neue Stempelset Naturgedanken, weil ich das so schön finde. Was ich da schon super schöne Karten gesehen habe mit dem, ist voll Oberknaller. Und da habe ich mich für diesen Stempelabdruck entschieden und für den Spruch, was dein Herz berührt, kann deine Seele heilen.
Und das, ey, das finde ich, das stimmt einfach total. Das ist so schön. Ah, da rieselt es mich richtig ab. So ein schöner Spruch. Und der gehört für mich unbedingt auf diese Art von Karten, weil das ist für mich auch etwas, ich bin ja so ein Farbenmensch. Und für mich ist sowas berührt mein Herz einfach. Das ist so, ah, ich liebe das. Und da finde ich, also da passt der Spruch wirklich so perfekt, das ganz aus ist. Und dann setze ich mir jetzt einfach da rechts oder links oder mittig drauf, wie auch immer man gerade lustig ist. Jetzt setze ich ihn in dem Fall mal rechts her, vorher war es links. Versuche den da einigermaßen gerade drauf zu stempeln. Und dann nehme ich mir noch den zweiten Stempelabdruck, eben mit dem dunkleren Lodengrün. Färbe mir da meinen Stempel gut ein. Und dann drücke ich mir den da drauf. Und dann platziere ich den Stempel gerade, wie es mir eben gefällt, so ein bisschen rein. Und gut andrücken. Ach, wunderschön, oder? Was das für Wirkung hat. Ich finde es so ein Knaller. Total perfekt. Und jetzt mache ich nichts anderes mehr, als, ihr glaube, ihr könnt es euch schon vorstellen, Winkaufsteller! Nichts geht ohne Winkaufsteller! Und der Winkaufsteller, mit dem fahre ich jetzt gerade noch ganz ein kleines bisschen da gerade so über die Blüten drüber, über die Blütenblätter, weil das macht nur so einen Hauch von Glitzer drauf und irgendwie hat mir das einfach gefallen. Ich fahre aber da wirklich ganz vorsichtig drüber. Ich will nicht wundern, wie die Farbe auf nehmen wieder und auseinander wischen, sondern ich möchte wirklich nur, dass da ganz dezent ein bisschen Glitzer drauf ist. Ein bisschen löst es natürlich das Lodengrün an, weil das eine ganz stark pigmentierte Tinte ist. Aber es ist wirklich in einem ganz einem wunderbaren Bereich. Und da tupfe ich nur so ein bisschen noch da drauf auf die kleinen Blätterl da rund. Und ganz am Schluss fahre ich ein bisschen über diese Blütenknospen in der Mitte drinnen. Oder wie sagt man denn? Blütenstempel? Blütenstempel eigentlich, sagt man, oder? Weil Knospe ist ja gar nicht mehr. Da in der Mitte drüber und fertig. Bei den Blättern unten tue ich nichts, also wirklich nur oben. So ein bisschen streift da meinen Winkaufsteller gleich aus, dass der wieder sauber ist. Und ganz zum Schluss kommen nur ein paar Glitzis natürlich. Und dann nehme ich mal wieder die Herbstmischung, weil dort da das Grün, was da drinnen ist in der Herbstmischung, einfach total super da dazu passt. Und auch der Aquamarinton, finde ich, der passt jetzt da bei meiner Farbmischung total perfekt. Und da setze ich mir das so her und da unten mache ich es jetzt umdrehen, nehme ich einen größeren Aquamarin und dafür einen kleinen dunkleren in dem dunkleren Grün. Und Ende. Das war's. Mehr braucht die Karten nicht. Die ist schlicht, die ist total einfach, die ist zu machen, ohne dass man jetzt ein Big Shot braucht oder so. Also man braucht nur einen Papierschneider, man braucht nur ein Stempel. Set, man braucht ein paar Farben, aber auch da ist es wieder, man könnte es auch mit zwei Farben oder mit drei Farben machen, mit ein bisschen ineinander verblenden zum Beispiel und einen schönen Stempel. Also das ist jetzt wirklich etwas, was auch Anfänger ganz, ganz super machen können. Das ist keine Hexerei, traut sich da wirklich drüber, ganz einfach, relativ schnell gemacht und aber ein Mega-Effekt, oder? Ganz ein mega Effekt, finde ich. Und das ist eben genau das, was mir so gut gefällt. Und das habe ich heute auch bei meinen Mädels, bei meinen Wunderwelt-Mädels reingeschrieben. Schöne Karten müssen gar nicht immer super kompliziert sein, sondern die können auch manchmal ganz einfach gehalten sein. Da seht ihr jetzt den umgedrehten Verlauf. Also da war ich unten heller und oben dunkler. Da war es umgedreht, da war ich ein bisschen mutiger schon mit den Farben. Also ihr könnt es euch da auch spielen. Es sind genau dieselben Farben jetzt verwendet und trotzdem wirkt es wieder ein bisschen anders. Ich finde total mega. Also da könnt ihr auch wirklich austoben und ich bin schon ganz gespannt und hoffe, dass ihr das schön ausprobiert. Das ist DIN A lang, genau Jutta. Also wir haben da 21 mal 10,5. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ich das, die eine oder andere Karte vielleicht auf Instagram entdecke oder auf Facebook oder wie auch immer. Schön, ihr Lieben. Das war also mein Donnerstagsprojekt für euch heute. Und so bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes mehr, als euch eine schöne Restwoche zu wünschen und zu sagen, wer das noch nicht hat und gerne bei mir bestellen möchte, bitte riert es euch gern. Oder wer sagt, oh,
Ich finde die Daniela und die Wunderweltmädels so klasse. Ich mag in das Team reinhüpfen. Bitte meldet euch an. Wir freuen uns immer sehr. Schön, ihr Lieben. In dem Sinn wünsche ich allen einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht und wir sehen uns wieder am Dienstag zum nächsten Basteltreff. Tschüss, Baba, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.